Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Wochen ein Video gemacht, dass wir 12 neue Atomkraftwerke brauchen in der Schweiz. Und ich muss mich ja jetzt ein bisschen korrigieren. Ich habe auch ein Windkraftwerk dabei. Das hat einen Elektromotor, aber das ist egal. Und ich habe hier eine 100 Watt Solarzelle. Und wir brauchen nicht 12 neue Atomkraftwerke, es reicht vielleicht ein Dutzend neue Atomkraftwerke, aber dazu später. Es geht hier jetzt effektiv nur um Zahlen. Diese Zahlen kriegt ihr im Internet raus, das ist kein Thema. Und jetzt, heute, braucht die Schweiz um die 60 Terawattstunden Strom im Jahr. Und wenn ich so Vorträge höre, dann reden sie über Terawatt, Gigawatt, Megawatt, Kilowatt. Das ist immer, und dann Terawattstunden, Gigawattstunden und so weiter. Das ist sehr verwirrend. Ich will jetzt meinen Vortrag nur in einer Einheit halten. Ich habe zwar andere Daten, aber wir bleiben jetzt dabei bei den 60 Terawattstunden, die wir im Jahr brauchen. Und diesen Strom erzeugen wir durch 35 Terawattstunden Wasserkraft oder aus Wasser und AKW oder KKW. 24 Terawattstunden produzieren wir zurzeit, also letztes Jahr und auch jetzt noch, den Strom. Wenn ihr das zusammenrechnet, geht es nicht auf. Der Rest wird momentan durch Windkraft und Solar produziert. Aber in Zukunft sieht es ja noch anders aus. Wir wollen die Mobilität elektrifizieren. Das heißt, alle PKWs sollen in den nächsten 10 oder 20 Jahren elektrifiziert werden. Und da brauchen wir auch Strom. Und wenn ich dann diese Werte rausnehme, ich habe nichts anderes gefunden, weder diese Liste hier, und zwar 2018 war der Benzinverbrauch und der Dieselverbrauch 2,333 Millionen Tonnen Benzin. Und das hat einen Brennwert von 26,27 Terawattstunden. Jetzt schreibt schon wieder einer, ich habe die Einheit verkehrt geschrieben. W schreibt man groß. Und wir haben 33 Terawattstunden. Dies ist der Verbrauch, den uns die Zollverwaltung rausgibt, da wir ja alle Treibstoffe importieren. Wenn wir das zusammenrechnen, sind das rund 60 Terawattstunden Energie, die wir in den Autos drin verheizen. Ein Benzin- oder ein Dieselmotor, ein Verbrennungsmotor hat einen Wirkungsgrad von 25 bis 30%. Auch ein Auto heute, sagen wir, es braucht 6 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer. Das sind dann Faktor 10, sind das 60 Kilowattstunden Brennwert auf 100 Kilometer, und ein Elektroauto braucht dann nur 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist also Faktor 4, das sind auch 25%. Wenn wir diesen Wert nehmen, diese 60 Terawattstunden an Brennwert, brauchen wir für die Mobilität rund 20 Terawattstunden Strom. Ich habe das hier aufgeführt, 20 Terawattstunden. Dann kommt es dazu, und das sind reine Schätzungen, weil da gibt es keine Preise, keine Werte. Wir haben noch die Landwirtschaft, die Strom braucht, wir haben die Schifffahrt, was Strom braucht, und momentan haben wir keine Ausländer, die in der Schweiz unbedingt Diesel tanken. Also die 600.000 Grenzgänger, die jeden Tag in die Schweiz kommen, hier arbeiten, die fahren teilweise mit öffentlich, teilweise mit Privatverkehr in die Schweiz, aber die tanken in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. Ein LKW, der in die Schweiz reinfährt, was liefert,
wieder rausfährt, der tankt nicht in der Schweiz. Wenn er durchfährt, Basel, Gerso runter oder umgekehrt, der tankt auch nicht in der Schweiz. Weil der hat mit seinem Diesel genügend Treibstoff dabei, dass er diese Strecke durchfahren kann. Wenn wir in Zukunft die Nutzfahrzeuge elektrifizieren und auch die anderen Fahrzeuge, und ich habe ja eine deutsche Firma, da zahle ich momentan 68 Cent Strom pro Kilowattstunde beim Grundversorger und hier 15. Also ich habe eine Differenz von viermal mehr Strompreis in Deutschland wieder in der Schweiz hier. Wenn das nur 1 Cent ausmacht, wird der Pendler, der in die Schweiz kommt, in der Schweiz tanken. Auch der Lkw-Fahrer wird, wenn er Strom in Deutschland teuer einkaufen muss, nachher in der Schweiz tanken. Das ist ein geschätzter Wert. Schifffahrt, Landwirtschaft und so weiter. Nochmals von 20 Terawattstunden im Jahr. Habe ich hier aufgelistet. Weiter kommt es dazu. Heizen. Wir heizen. Ich persönlich habe ein Video gemacht über meine Heizung, wie lange das die läuft mit einer Batterie. Die Schweizer Zollverwaltung gibt raus, dass wir, das ist jetzt auch bezogen auf 2019, da wird heute nicht viel anders sein, dass wir 236 Barrel pro Tag importieren. Ein Barrel hat 159 Liter mal 365 Tage und ein Kilogramm Heizöl hat 11,5 Kilowattstunden Leistung pro Liter. Das ist dann 144 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. Das sollte Jahr heißen, nicht Joule hier hinten. Das wäre dann ein Verbrauch von 144 Terawattstunden Heizöl an Leistung pro Jahr. Jetzt können wir schon sagen, ja, die 144 Terawattstunden an Heizölleistung, die wir verheizen in unseren Wohnungen oder Industrie und was es alles ist, dieser Treibstoff können wir elektrisch über Wärmepumpen einspeisen. Wenn wir 144 Terawattstunden brauchen zum Heizen und wir haben eine gute Wärmepumpe, dann bringt die vielleicht ein Drittel. Von den 144 Terawattstunden, ein Drittel kommt vom Strom, zwei Drittel kommen aus der Umwelt, brauchen wir 48 Terawattstunden an Strom. Zusätzlich, wenn wir alle diese Ölheizungen abschaffen. Da ist das Gas noch nicht berücksichtigt, aber wir Schweizer sind nicht so extrem gasintensiv wie die Deutschen. Also wir fassen zusammen, wir haben momentan 35 Terawattstunden pro Jahr Wasserkraft, 24 Terawattstunden Atomkraft, die wir abstellen möchten, 20 Terawattstunden Mobilität, dann der Tanktourismus, habe ich Landwirtschaft rausgerechnet, sind nochmals 20 Terawattstunden im Jahr, nicht im Joule pro Jahr, und das Heizen 48 Terawattstunden sind also total, die wir in näherer Zukunft brauchen, von 147 Terawattstunden Strom im Jahr. Jetzt kann jeder seine eigene Rechnung machen, mir nicht Zahlen ankreuzen, und aber diese Werte, Zollverwaltung und so weiter, die haben wir schon. Die Wasserkraft haben wir, die Atomkraftwerke möchten wir abstellen, also wir brauchen eigentlich, um die Atomkraftwerke zu ersetzen, die sind auch schon ins Alter gekommen, brauchen wir rund 120 Terawattstunden Strom im Jahr. Ich habe schon wieder Terawattstunden ohne Jahr geschrieben und hier unten ein Y, aber es geht hier um die Zahlen, nicht um die, das, was ich geschrieben habe. Aber könnt ihr im Kommentar machen, dass ich schon wieder falsch bin.
120 Terawattstunden. Ein heutiges Atomkraftwerk bringt eine Leistung von 12 Terawattstunden im Jahr. Da bräuchten wir 12 Stück oder eben ein Dutzend. Aber wir haben ja Windkraft mit Elektromotor. Da habe ich meinen Junior geklaut in der Modellanlage. So ein Windkraft, von uns aus sehen wir Richtung Norden drei so Windkraftwerke. So ein Windkraftwerk bringt 6 Gigawattstunden. Ich habe gesagt, ich mache den Vortrag in Terawatt. Das sind dann 0,006 Terawattstunden. Um 120 Terawattstunden zu produzieren, bräuchten wir rund 20.000, nicht solche, aber solche, die groß sind, Windkraftwerke in der Schweiz. Ich weiß nicht, wo ihr die aufstellen wollt. Kommentar zu Ende. Wir haben aber auch Solarzellen. Ihr wisst, ich mache Solarkühlschränke, ich habe immer wieder mit Solar zu tun. So ein Panel hier, das hat 100 Watt Peak. Das heißt, das ist ein theoretischer Wert, was das Ding bei Topsonne, Superkühlung und so weiter alles braucht. Um die 120 Terawattstunden, um den Strombedarf zu decken in der Schweiz, 1,2 Milliarden solcher Panels. Die ETH Zürich, Eidgenössisch-Technische Hochschule, die hat 2019 eine Studie gemacht. Wenn wir die ganzen Schweizer Hausdächer nehmen und die mit Solarzellen zupflastern, können wir nicht 100% zupflastern, sondern nur etwa 55%. 45% der Schweizer Hausdächer sind entweder scheiße gelegen, falsch ausgerichtet oder der Heimatschutz oder Denkmalpflege und so weiter geht gar nicht. Also können wir nur 55% der Schweizer Hausdächer mit Solar zupflasten. Können wir machen. Das bringt dann auch nach der gleichen ETH-Studie 24 Terawattstunden. Es könnte aber auch weniger sein. Das ist ein bisschen optimistisch gerechnet, steht auch in der Studie. Aber wenn wir dann den zukünftigen Jahresverbrauch sehen, können wir damit ja gerade die AKWs abstellen. Das heißt, die Dächer zupflanzen bringt was, aber nicht das, was wir eigentlich erwarten. Wir brauchen 120 und die Solardächer in der Schweiz bringen 24. Und dann kommt dazu, dass diese Solardächer den Strom im Sommer bringen. Im Winter, wenn hier Nebel liegt, 2-3 Monate, dann ist hier nichts mit Solar. Aber wir haben ja unsere Wasserspeicher, Pumpspeicherkraftwerke. Diese Pumpspeicherkraftwerke, habe ich einen Wert rausgesucht, die können ja den Strom im Sommer produzieren mit den Solarpanels, speichern in den Seen und im Winter brauchen. Geht. Diese Speicherseen, die wir in der Schweiz haben, haben rund eine Speicherleistung von 8,8 Terawattstunden. Speicherleistung. Das ist also wie eine Batterie, das ist dann drin. Aber wenn wir im Winter zwischen 400 0,4 Terawatt brauchen und wir haben 8,8 zur Verfügung, dann halten diese Speicherseen sage und schreibe etwa 22 Tage und dann sind die leer. Nur bei uns geht der Winter oder die nebelige Saison noch länger.
Was gibt's noch für eine Möglichkeit, dass ich mit Solar hinkomme? Letztes Jahr wurde am Mutsee in Glarus wurde eine Staumauer mit Solarzellen zugepflastert. Das ist sowieso hässlich, so eine Staumauer. Also wenn ich dann noch Solarpanel dran mache, dann ist das auch nicht so schlimm. Strom ist auch schon da, also die elektrischen Leitungen und so weiter. Und dieses Kraftwerk, was letzten Herbst in Betrieb genommen wurde, das liegt in den Bergen, südlich ausgerichtet. Und die haben vor allem einen Vorteil, sie werden im Winter gekühlt, die Zellen, weil die müssen gekühlt werden, sonst bringen sie die Leistung nicht mehr. Und sie haben viel mehr Sonne, weder wir hier im Nebel unten. Wir sind ja nebelgeschädigt. Und dieses Kraftwerk budgetieren sie, dass sie 3,3 Gigawattstunden pro Jahr liefern. Ich habe gesagt, den Vortrag mache ich in Terawatt. Das sind dann, dieses Kraftwerk Mutsee bringt also 0,0033 Terawattstunden. Um den Strombedarf von 120 Terawattstunden zu decken, bräuchte ich 36.000 Staumauern wie der Mutsee. Wir haben in der Schweiz... Die Staumauern sind erst nicht alle gegen Süden ausgerichtet, zweitens sind die im Talkessel montiert, dass man Beton sparen kann. Die meisten sind also nicht ideal dafür ausgelegt. Und 36.000 Mutsee-Speicherkraftwerke haben wir nicht. Gut, jetzt gibt es das Großkraftwerk Gondo. Ein Solarpark in den Schweizer Bergen, im Wallis unten, also im Süden. Und dieses Solarkraftwerk, dieses Kraftwerk soll eine Leistung bringen, jetzt bleibe ich gleich bei Terawatt, von 0,0233 Terawattstunden. Es ist ein Riesenprojekt, ein Riesenkraftwerk. Aber eben, ihr seht, die Leistung ist auch im 0,000 Bereich. Und ich bräuchte 5.100 solche Anlagen, wie in Gondo geplant sind, die dann 2030 ans Netz kommen. Zu den Preisen habe ich herausgefunden, dass dieses Gondo-Kraftwerk eine Projektsumme hat von 42 Millionen Schweizer Franken. Das sind dann, wenn ich die Anlage läuft 10 Jahre, ich muss die 10 Jahre amortisieren, das kostet uns 1 Kilowattstunde, bei uns hier zahlen wir 15, kostet das 18 Rappen pro Kilowattstunde. Also das heißt, vom Preis her bin ich relativ hoch, jetzt kann ich sagen, ich amortisiere zu über 9 Jahre, dann sind wir bei 9 Rappen pro Kilowattstunde. Man könnte damit leben. Und vor allem dieses Gondo-Kraftwerk bietet die Hälfte der Energie im Winter. Das heißt, alles vollgepflastert mit so Panels. Wir bräuchten so Großprojekte, die ja jetzt verweigert werden wegen den Grünen und weiß ich was alles. Bräuchte nochmal 5.150 solche Anlagen. Wenn ich die Fläche ausrechne, die wir an Solarzellen zupflastern müssen, wäre das die Fläche vom ganzen Kanton Thurgau. Und eben, wir haben Nebel im Winter. Und wir brauchen den Strom ja im Sommer. Und speichern können wir es auch nicht, weil unser Speicherseen, von denen wir ja relativ viel haben, wenn ich nach Deutschland gucke, oder nach Italien oder Frankreich, die haben nichts im Verhältnis zu uns. Aber bei uns reicht das auch nicht. Aber wenn ich diese Solarzellen im Hochgebirge montieren könnte, dann könnte das klappen, auch ohne AKWs. Ich muss jede Lawinenverbauung,
die jetzt schon bestehen, was schön oder hässlich ist, du weißt auch nicht, die muss ich zupflasten. Ich muss jeden Südhang zupflasten, dass ich im Winter genügend Strom habe, um die vielen Wärmepumpen zu betreiben. Dass wir jetzt Gaskraftwerke montieren, ja, der Gaskraftwerk ist ja auch nicht grün, bringt ja auch nicht. Wir haben Gaskraftwerke zu montieren, die dann bei Bedarf laufen. Gas importieren ist ein anderes Thema. Wir wissen, wo das herkommt. Außer wir kaufen US-Fracking-Gas. Es ist auch nicht die Lösung. Also die Lösung 1, Wind. 20.000 solche Kraftwerke. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr in der Schweiz nie aufstellen. Solche Solarzellen, so viel Fläche wie der Kanton Thurgau. Oder das Großprojekt Gondokraftwerk. Das ist die Möglichkeit, weil in den Alpen ist die Temperatur im Winter kalt und die Sonneneinstrahlung höher. Das ersetzt die kürzeren Tage und wir haben da oben meist schönes Wetter, vielfach schönes Wetter und die Hälfte im Strom kommt im Winter. Dann müssen wir die Speicherseen ausbauen. Solarhänge zupflastern in den Alpen, da kommen Umweltschützer, Ortsbildschützer, Grüne, ökologisch eingepflanzte. Das kriegen wir nicht hin. Also müssen wir 10 Atomkraftwerke suchen. Einer, der gegen Atomkraftwerke ist, müsste sofort Großprojekte von Solarzellen in den Alpen unterstützen. Eine andere Chance haben wir nicht, sonst kommen wir zum Blackout. Ich habe hier ein Video gemacht über meine Ölheizung mit einer Batteriebox. Hey, habe ich keine hier. Könnt ihr schauen, da könnt ihr 3 Stunden die Ölheizung betreiben. Eine Wärmepumpe könnt ihr gar vergessen. Das ist das Thema Energiepolitik und Zahlen. Also die Grünen müssen aufhören, Einsprachen zu machen. Oder die Politik muss sagen, wir müssen jetzt 800 Quadratkilometer Solarzellen montieren. So viel wie der Kanton Thurgau, aber in den Bergen, sonst funktioniert es auch nicht mit dem Speicher. Ich wünsche euch einen schönen Tag.